Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Time, we know it's all done. Take a bow, you win. Oh, swim against your tide, it keeps pulling me in. We fight and we fall, can we rise through it all till we find what we want? Then we lose it all again. Your touch on my skin.
I will keep you safe and sound. I will always be around. I will keep you safe and sound. I will always be around. I will keep you safe and sound. I will always be around. This is us, this is. I live on the west side of America, where the spin lies into fairy dust. And we pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I build myself, it is my religion. And they say that I am a sheep boy, easy to say when they don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, where the distance gets always by hysteria. This is us, this is us. We're united under our indifference. And I'm from the east side of America. I live on the west side of America, where we choose pride over character. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I feel myself. Endlich fertig und ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht. Ich bin ziemlich zufrieden damit, also sehr froh, wie es jetzt aussieht. Auf jeden Fall sehr viel mehr, ja, glücklich über das, wie es jetzt aussieht, wie als es davor aussah. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich würde sagen, wir starten von oben und das erste, was man sieht, ist das hier und das sind die Taschenbücher, die nicht mehr in das kleine Regal gepasst haben. Und auch dahinter sind dann noch Sachen, die da nicht reingepasst haben, wie beispielsweise die große Box und die Bücher dahinter, die einfach auch zu groß für das Regal waren. Und dann sind da noch ein paar Zeitschriften mit dabei. Und ja, danach kommen dann auch schon die DVDs, die habe ich nach Farben sortiert und dann auch tatsächlich die Reihen aufgesplittet und die dann auch nach Farben sortiert, weil es mich bei den DVDs nicht ganz so sehr stört wie bei den Büchern. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meiner DVD-Sammlung haltet. Ja, ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus und mir gefällt es so.
Dann geht es auch schon weiter mit dem ersten Regalbrett. Und dort sind noch ein paar kleine Hardcover und dann meine Broschürenausgaben. Und ja, ich habe da versucht, die größtmöglich nach Verlag zu ordnen. Beziehungsweise, ach, das ist das shitty Regal, aber im nächsten Regal wieder nach Verlag zu ordnen, wo es dann einfach hoffentlich besser aussieht als das, weil das ist Schrott. Aber genau, hier haben wir dann Goldmann und Heine und das Regal ist eigentlich ganz gelungen. Dann geht es mit dem weiter, da haben wir die Mira Taschenbücher drin und das Regal war eigentlich genauso wie vorher auch. Hier habe ich ein bisschen was geändert. Zum einen habe ich jetzt alle auf Hochkant stehen, I don't know. Und ja, anscheinend war ich zu schnell, denn hier geht es auch schon weiter mit den Lux-Büchern und da habe ich es nicht gescheit gebacken bekommen, die schön zu filmen. Naja, aber ja, so sieht's aus und da ist noch meine kleine Tasse. Ist ganz schnuckelig geworden. Dann das erste Hardcover-Regalbrett und auch dort habe ich es wieder versucht nach Verlagen zu ordnen und innerhalb der Verlage dann wieder ein bisschen nach Farbe und so, dass es passt und das ist mein blaues Regal und das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, auch hier, schau dich mal an, wie diese One-Bücher nebeneinander aussehen. Das sieht so mega aus. Und ja, ich finde das einfach richtig spitze. Und auch die CBT-Bücher konnte ich mal nebeneinander stellen. Und ja, dann geht's weiter mit den broschierten Büchern. Und auch dort wieder dasselbe Spiel, Verlag und nach Farbe und so, wie es reingepasst hat. Hier geht's dann mit den Lux-Büchern los. Und ich habe endlich seit Ewigkeiten mal alle Lux-Bücher tatsächlich nebeneinander stehen. Und ja, auch hier finde ich den Anfang so schön. Ich meine, meine Lieblingsautorin Emma Scott ist da mit dabei und die Bücher sehen einfach so toll aus. Und ja, ich mag das Regalbrett sehr, sehr gerne, wenn man es nicht schon gemerkt hat. Und dann kommt wieder ein Hardcover-Regal. Dort habe ich dann auch meine Biss-Bücher, Stephanie Meyer, ihr wisst das, ich liebe sie. Und ja, Carlsen, da habe ich alle Carlsen-Bücher nebeneinander stehen und davon habe ich einige. Und dann auch HarperCollins, allerdings habe ich die aufgesplittet, weil es dann noch kleinere HarperCollins Bücher gibt, die nicht in dem Regalbrett waren. Und ja, dann geht es weiter mit den KISS-Sachen und dann haben wir da noch Knauer und ja, weil dann nicht mehr genug broschierte Bücher dabei waren, habe ich wieder mit Hardcovern weitergemacht und auch dort wieder dieselbe Leier nach Verlag und nach Farbe und ja, ich finde das echt süß. Ja, ich bin richtig froh über das Regal. Da sind übrigens meine Heine-Bücher gewesen, Taschenbücher. Und da dann meine ganzen Pieper-Bücher. Und die habe ich auch alle in ein Regal gebracht. Sehr erstaunlich. Genauso wie mit den CBT- und CBJ-Büchern. Obwohl ich die nicht alle ins Silberregal gepackt habe und leider auch nicht die Reihen nebeneinander stehen haben konnte, wie beispielsweise bei Poison Princess. Und ja, auch leider nicht bei Blue Secrets. Aber das hier ist jetzt wieder so ein shitty Regal. Sieht nicht so prickelnd aus. Das ist der Anfang von meinem kleinen Bücherregal und da sind eben auch noch die anderen HarperCollins Bücher, die nicht zu den anderen gepasst haben, einfach weil die Größenunterschiede zu groß waren. Und dort habe ich ein bisschen was reingestopft, was nicht mehr reinging. Und unten habe ich es auch wieder versucht, so ein bisschen nach Farbe zu sortieren und nicht nach Größe. Und ja, das ist nochmal das kleine Regal im Überblick. Und das große Regal zeige ich euch jetzt auch noch. Genau, das sieht so, so toll aus und ich bin richtig happy damit, wie es jetzt aussieht. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.